Was hat mich zum EMS-Training gebracht? Die Neugierde. 2016 war ganz schnell überzeugt und seither bin ich fast wöchentlich einmal hier. Mein Mann konnte ich auch relativ schnell überzeugen, doch mal das Training oder für ein Probetraining zu machen. Im Jahr 2015 hatte ich einen Bandscheibenvorfall, war auch zur Kur gewesen. Von der Kurseite aus wurde mir auch empfohlen, einfach regelmäßig, kontinuierlich einen Sport zu betreiben. Und dann war das natürlich das EMS für mich wie eine Win-Win-Situation. Und meine Beschwerden haben sich so gut wie nie mehr wiederholt. Also die sind jetzt einfach weg. Ich fühle mich rundum zufrieden, wohl. Ich bin jetzt im 64. Lebensjahr. Ich glaube, ich habe sehr viel Energie und Vitalität. Also wir machen sehr ausgedehnte Radtouren. Wir haben ein großes Umfeld zu bewirken mit Garten, Hof und das drumherum. Also so schnell geht mir der Atem nicht aus und ich investiere lieber in die Gesundheit wie in die Krankheit. Ja, ich habe mir da eigentlich mal andere Sportart gesucht und weil ich vorher beim so Männergymnastik und so weiter war und ich einfach in die Schulter starke Beschwerden hatte und da habe ich das mal versucht und es ist dann tatsächlich also wirklich also bedeutend also besser am Anfang war er schnell, relativ schnell besser und ist jetzt eigentlich richtig gut, ja. Und wenn ich das jetzt auch mal durch, sagen wir gerade durch Corona-Zeiten und so weiter, habe eine kurze Zeit ausfallen lassen, dann hat es mir eigentlich richtig gefällt, muss ich ehrlich sagen. Das ist irgendwo, finde ich, eine gute Sache. Ja, da habe ich wirklich zur neuen Vitalität gefunden, weil ich komme mir einfach, seit ich das mache, komme ich mir einfach vital vor. Egal, ob es beim Sport ist oder bei der Arbeit. Also, ich bin doch eigentlich richtig fit zu meinem Alter. Beim EMS-Training kann ich innerhalb von 20 Minuten dieselben Ergebnisse erzielen, für die ich im normalen Training eine Stunde benötige. Außerdem passt hier alles. Es gibt mehr als ausreichend Parkplätze, einen tollen Aufenthaltsbereich, in dem man mal noch schnell was erledigen kann oder sich erholen kann von dem stressigen Alltag oder nach dem Sport einen Proteinshake genießen kann. Ich brauche einfach jede Woche ein bisschen Zeit für mich und möchte mich spüren. Und dass ich damit meine Strandfigur betone, ist natürlich umso besser. Man trainiert wirklich hart. Es sind harte 20 Minuten Training und das macht mir richtig Spaß. Außerdem war ich von den zusätzlichen Angeboten begeistert, wie dem Cardio Circle, dem Proteinshake-Generator und natürlich dem absolut freundlichen Personal. An erster Stelle geht es um meine Aussehen. Aber für meine Arbeit ist die Fitness natürlich extrem wichtig. Als Handwerker ist mein Körper das wichtigste Werkzeug. Hier habe ich Fachleute, die mich helfen, meine Ziele zu erreichen. Der Training ist anstrengend, aber durch persönliche Betreuung ist man sehr motiviert. Am EMS-Training begeistert mich, dass es ein Personal-Training ist. Und ich jede Woche für meine Kunden Zeit habe und individuell auf ihre Ziele die Übungen und ihr Training anpassen kann. Ich bin jetzt seit 5 Jahren EMS-Trainer und in der Regel kann man von den Fortschritten her so zwischen 1 bis 3 Monaten sprechen. EMS-Training ist für jedermann geeignet, da es sehr gelenkschonend ist, wenn man mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Es ist für Sportler, Profisportler, auch für Sportmuffel oder für Einsteiger gut geeignet, auch als Ergänzung zu einem Krafttraining ist es sehr sinnvoll, einfach um den Muskelaufbau voranzutreiben. Wir selber trainieren Kunden ab dem 18. Lebensjahr und nach oben gibt es keine Grenze. Meine älteste Kundin ist zum Beispiel 86 Jahre alt.